Tag zusammen. Heute geht es um das Thema Herzchakra. Unser Herzchakra finden wir, können wir fühlen und ertasten in der Mitte der Brust. Hier geht es um das Element Luft, die Leichtigkeit, dazu gehört die Liebe, die Freude und das Mitgefühl. Die Farbe ist das Grün, das ist so ein Frühlingsgrün, wie wir es im Frühjahr finden, oder eine schöne grüne Wiese, eine Almwiese. Das sind alles Farben, die unser Herzchakra ansprechen, Naturerfahrungen, die gut sind für das Herzchakra. Das Herzchakra ist verbunden, beeinflusst natürlich die Organe in diesem Bereich, das wären das Herz und die Lunge. Der Volksmund, wenn es nicht so offen ist, kennt das ja, ein Stein auf der Brust oder ich bin verschlossen und umgekehrt bin ich frei, ich lächle in die Welt lächelt zurück, ich bin verliebt und merke, wie dort die Energie frei fließt. Es ist möglich, das Herzchakra mit einem Vokal zu aktivieren und auch zu erfahren, und das ist das A, wie in Ja. Das A, wenn wir das richtig machen, dann zwingt uns das zu der größtmöglichen Mundöffnung. Ein halbherziges Ja, das wäre eher so Jo oder Jo gequetscht, aber wenn ich es wirklich mit vollem Herzen meine, dann ist es ein Ja mit großem Mund. Ich kann das mal tönen, ich gehe mit dem Bewusstsein dort in meinen Herzchakra und lasse von dort ein A ertönen. Das könnt ihr mal ausprobieren und auch mal längere Zeit machen und merkt gleich, wie sich das dann öffnet, wie auch der Klang langsam voller und runder und auch in gewisser Weise schöner wird. Das Herzchakra hat eine ganz interessante Stellung, das sitzt nämlich genau zwischen den eher emotional irdischen Chakras nach unten hin und den eher geistig-spirituellen Chakras nach oben hin. Es hat also so eine besondere Vermittlerrolle. Man sagt auch, es gibt den Weg des Herzens. Und das Herz würde uns nie zwingen, weil Liebe zwingt nichts zu nichts, ist generell bedingungslos. Aber es gibt diesen Weg des Herzens und wir haben immer die freie Wahl, gehen wir den Weg des Herzens oder gehen wir einen anderen Weg. Alle anderen Wege sind in der Regel Umwege und irgendwann stoßen wir vor die Wand und merken, okay, das war es doch nicht. Und wenn wir den Weg des Herzens gehen und uns an dem orientieren, dann merken wir, oh, der ist leicht, der ist voller Freude. Dinge geschehen einfach so, ohne dass ich groß was tun muss. Und ich bin sozusagen im Einklang mit mir und auch im Einklang mit dem Universum. Und das Herzchakra mit seiner Liebe hat da auch eine besondere Beziehung zu. Man sagt auch, das Herzchakra ist das Tor zur Seele. Da haben wir dann auch wieder einen Bezug zu unserem Kronenchakra, wo wir dann noch einen direkteren Zugang zu unserer Seele finden. Ja, der Duft, der dem Herzchakra zugeordnet ist und das Herzchakra insbesondere anspricht, ist die Rose. Das passt ja auch zur Liebe. Und es berührt uns und der Sinn, der dem Chakra zugeordnet ist, ist auch der Tastsinn, also das Berühren, Streicheln, das gehört zum Herzchakra. Ja, das war's zum Thema Herzchakra.